so anschaut, scheinst du ein richtig gutes Rennen zu erwarten, oder? Nein. Das geht mir immer so, wenn ein Rennen ansteht, Heiko, das solltest du doch wissen. Platz 4. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Das erste Mal ohne Fahrhilfen. Ein Rennen ohne Fahrhilfen. Die Startaufstellung ist wie folgt: Bottas, Gasly, Lewis Hamilton und Verstappen. Sainz Junior, Perez, Hülkenberg und Kevin Magnussen. Norris, Ricardo, Dani Quert und Raikkonen. Grosjean, Stroll, Alexander Albon und Antonio Giovinazzi. Ja, der Rest ist egal. Also wenn ich Letzter werde, bin ich schon mal happy. Ohne Witz, das ist mein erstes Rennen. Hauptsache nicht so viele Sofortwiederholungen. Das ist eigentlich das Ziel. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Wie viele Runden sind es eigentlich? 33? 36, ja, da haben wir ein bisschen Spritreserve. Das ist ja sogar echt ganz gut, aber der Peak ist fies. Ich müsste schon auf die hier gehen und dann noch ein bisschen umstricksen. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich das rausgeholt bekomme. Und nee. Leider nein. Dafür ist die Abnutzung halt ein bisschen besser, ne? Nee, komm. Zurück. Wir nehmen die erste Strategie. Wir nehmen die erste Strategie. Das wird schon passen. So, auf geht's. Genug Gelaber hier. Oh, nein. Einführungsrunde. Beim Übungsstart kommt. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf klar. Wirklich nicht. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Sehe ich da keine kritische Temperatur nirgendwo? Wir erwarten heute keinen Regen. Es sollte trocken bleiben. Wir brauchen Kerntemperatur. Leute, gebt ihm Kerntemperatur. Ups. Auch lange nicht mehr gefahren mit Einführungsrunde. Muss ich echt sagen. Ich glaube, im 19er noch gar nicht. Ich glaube, im 19er bisher noch gar nicht. Oh, fünfte, ey. Warum? Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Dulde dich und achte auf die Startampel. Ich weiß gar nicht, wie man startet ohne Fahrhilfen. Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott, die erste Kurve. Es war so klar. Okay, Flügel ist ganz ab. Oh. Kurzer Panikanfall. Hey. Da konnte ich jetzt nichts für. Was bremst denn der so früh? Ja. Hey, voll im Sandwich. Ich komme da nicht weg. Okay, so komme ich da weg. Super Idee. Ich habe die Idee. Oh. Leichter Drift. Achtung, Achtung, das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Wow. Was ist denn da los, ey? Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Das ist virtuelle Safety Car. Ohne Witz. Das ist ja fast wie Rennen fahren. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ich gehe mal von Safety Car Ende aus. Gut, jetzt abgesehen vom Start, den konnte ich natürlich nicht üben. Muss man das ganz klar sagen. Ne? Also das ist Logo, dass ich da ein bisschen abkacke. Ja, da auch gerne vorbei. Vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Ich müsste echt mal aus der 1 Sekunde raus. Da geht gar nicht. Also ihr könnt das alle mal zu Hause nachprobieren, ausprobieren. Einfach mal Fahrhilfen aus und gib ihm. Ich sag euch, das ist gar nicht so einfach. Und dann noch die Pace halten, wow. Also wirklich, das ist Respekt an jeden, der das wirklich jetzt schon jahrelang so durchzieht. Aber, also komplett ohne Rückblenden oder so, könnte ich nicht. Deswegen. Das meine ich. Da fehlt mir die Übung. Ich brauche Übung. Das ist alles. Oh Mann, ey. So sieht es schon besser aus. Also niemals nach den Gegner nach innen lassen. Das habe ich jetzt mal gelernt.
Außen kann man den noch ein bisschen kontrollieren, aber innen? Ja, gut. Okay, wir sind jetzt in Scheiße. 3. Das DRS wurde aktiviert. Nein, das finde ich nicht gut. Macht's wieder aus. Ja, theoretisch könnte ich mich auch von der Ideallinie eigentlich verabschieden lassen. aber dann muss ich halt die Bremspunkte lernen noch, ne? Also, das können wir auf der nächsten Strecke dann machen. Erstmal ging es wirklich nur um das reine Fahren. Dass ich echt mit den Fahrhilfen halt eben klarkomme, dass die aus sind. Ne? Das ist halt schon mal auf jeden Fall was ganz anderes. Und wenn ich dann noch schnell werde, dann... Also ich merke, dass es schnell werden kann. Dass es wirklich schnell werden kann. Weil du einfach eine ganz andere Kontrolle über das Fahrzeug hast, ne? Also auch wenn es sich doof anhört und du mehr am Rutschen bist und alles, aber du hast wirklich mehr Kontrolle über das Fahrzeug. Du kannst mehr mit dem Fahrzeug machen. Wenn du da erstmal deine 1000 Runden oder so abgespult hast, dann kriegst du es auch locker hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie war das? Nicht nach innen den Kampf verlegen? Ich halte mehr auf, als dass ich da irgendwie Abstand gewinne. Hey. Der wollte nicht, ja. Ihr merkt schon, ne? Also wie gesagt, ohne Sofortwiederholung wäre ich jetzt echt nur aufgeschmissen. Muss ich ganz klar eingestehen. Du merkst ja auch den Unterschied. Wenn es bergab geht, dann schaltest du einfach mal ein bisschen früher, dann bist du viel schneller auf Geschwindigkeit. Fährst du bergauf, sollst du auf jeden Fall den Gang ein bisschen länger ziehen. Diesen Unterschied merkst du jetzt plötzlich. Ist nicht so, dass du jetzt einfach wie sonst halt eben auf Schienen fährst, ne, und guckst, dass du irgendwie noch eine schnelle Zeit hinkriegst. Ne? Och, komm. Flügel kaputt. Also, es ist wirklich krass. Total ungewohnt. Ich zum Beispiel mache das auch so, dass ich im zweiten in die Kurve reingehe, damit ich rumkomme und dann im dritten aus der Kurve rausgehe. Ja, klar, es ist nicht perfekt und so, aber... Ja. Harter Kampf mit Verstappen. Natürlich habe ich kein DRS. Das Auto hinter dir fährt. Oh Mann, ey. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Ich traue mich gar nicht Gas zu geben. Das Problem ist halt wirklich, dass ich viel, viel mehr Sprit dabei habe und ich gar nicht so viel mit viel Sprit halt gefahren bin. Und du merkst schon, dass der halt deutlich mehrere... Also, ich sag mal, für eine Kurve braucht er auf jeden Fall einen größeren Radius. Ich glaube, das trifft es am besten. Oder du fährst halt einfach langsamer, ne? Dann schaffst du die Kurve auch nochmal.
Habe ich schon erwähnt, dass du viel mehr die einzelnen Sachen halt eben merkst? Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. So, gucken wir uns mal die Reifen an. Wir haben reichlich Flügelschaden, Boxenstopp 113 und 15. Oh. Nimm die fette Benzinmischung. Ein paar Informationen zu Ray können. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Wie soll ich mit den Reifen dann bitte bis 13 und 15 durchhalten? Das ist ja noch das Doppelte. Dann sind die Reifen ja bei 50% Minimum. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,1 Sekunden. Ey, das ist aber wirklich ein Kampf. Ja, wie machen wir es jetzt am besten? Soll ich das gleich mal nach hinten springen, wenn es dann auf den Boxenstopp zugeht? Weil ich glaube nicht, dass er das ganze Rennen sehen wollte, ne? Mit Qualifying sind wir da locker bei einer Stunde. Schätze ich mal. Bestimmt. Oh Gott, zu langsam aus der Kurve raus. Ja, ist verdient. Ist verdient. Jetzt kann ich mir meine Linie ein bisschen angucken von dem. Man darf auch nicht vergessen, die waren auf Roten unterwegs, ne? Ich bin der einzige Depp auf Gelben. DRS. Ich mache mir meine Reifen sowas von kaputt. Valtteri ist in die Boxengasse. Ei, ei, ei. Ich auch. Ich bin auch in die Boxengasse abgebogen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, das Beste ist vorzuspringen, oder? Ja komm, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich an der Boxengasse bin. Eieiei. Valtteri fährt an die Box. Valtteri an der Box. So, ja. Jetzt geht's Richtung Boxenstopp. Meine Reifen sind so ziemlich am Ende. Das merkt man wirklich. Also das merkt man wirklich. Aber ich komme echt ganz gut klar noch damit, muss ich echt sagen. Klar sind die abgenutzt en masse. Also 50% ist nicht angenehm. Das merkst du gerade beim Rausbeschleunigen. In der Kurve selber merkst du es nicht so. In der Kurvengeschwindigkeit, ja. Aber du merkst es jetzt nicht irgendwie, dass der so übelst am Rutschen ist. Das ist der noch nicht. Also da habe ich noch ein bisschen Puffer nach oben. Ich glaube bis 70% fahren die Top-Jungs das. Ups. Bis 70% fahren die Top-Jungs das.
Und dann ist er aber auch klinisch tot, ne? Also. Er bleibt jetzt öfters mal stehen und so, also wie gesagt, das merkst du schon. Ah, Boxeneinfahrt. Jetzt versuche ich schon nicht in der Kurve zu reden, ja. So, jetzt aber. Vollpin. Volle Karacho. Ja. Aua. Oh, Flügel im Arsch. Ups. War zu hart. Eigentlich sollte ich nicht fighten, weil theoretisch sind die eh auf ganz anderen Runden wie ich. Die machen, soweit ich weiß, 3 Boxenstops, also 2 Boxenstops. Das ist was ganz anderes wie jetzt bei mir. Na. Aber irgendwie reizt es mich, jetzt doch mal zu fighten. Oh Mann, ey. Ich kann das anders. Eben diese Veränderung, die siehst du ja auch durch die Ideallinie. Ne? Also wenn ich die ausblenden würde, müsste ich schon echt ein bisschen noch zulegen. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Ups. Boxenstopp. Hat das nicht verstanden? Boxenstopp. Ich hätte einfach nur nach rechts drücken müssen, ich weiß, aber... So. Jetzt erstmal einen guten Schluck nehmen. Trinken. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Also das Video, wie lange das geht. So, ich gehe mal ganz kurz was zu trinken und bis gleich.